schauen wir uns mal wieder Shorts an. Let's go in Ohio Brookhaven. Warte, was? Du tust mir leid für sie. Okay. Egal. Ich freue mich. Er fliegt auf jeden Fall nach Ohio und Brookhaven. Ich bin endlich in Ohio. Oder so in die Richtung. Was ist das? Ein Junge hat auf dem Parkplatz. Okay. Ich mag Züge. Alles klar. Bitte, du kannst nicht den Kanal abonnieren und Ohio in die Kommentare schreiben. Und was ist mit dem Mädchen da vorne? Ist mir die Tankstelle überfallen. Für Fortnite. Was geht hier ab? Was ist los in Ohio, Alter? Warum sieht denn das so komisch aus? Oh mein Gott. Babo? Deine Eltern haben angerufen. Du bist hier nicht mehr sicher. Aber ich will mir Ohio anschauen. Du musst jetzt zurück nach Brookhaven. Oh, okay, was? Mann, oh. Aber auf meinem Kanal habe ich ein Ohio-Video hochgeladen. Schau es dir jetzt an. Und lol, was? Okay, ich verstehe nicht genau, was er jetzt in Ohio wollte und warum da alle Leute so komisch sind, aber ich würde sagen, das ist halt only in Ohio, oder? Aber Leute, diesen Sportlehrer kennt einfach jeder. Okay, schaut mal, was er ist. Genau so. Guten Morgen, liebe Klasse. Wir machen heute unsere Sportübung. Okay. Als erstes ist die Celine dran. Celine. Die Celine sieht auf jeden Fall wieder nicht so aus, als ob die gut Sport könnte und... Alles klar. Ja, okay. Celina, du hast jetzt zwar nicht das Tor getroffen, aber ich habe gesehen, dass du dich angestrengt hast. Das gibt eine 1-. Okay, ja, das ist wirklich so, Leute. Okay, warte mal. Jetzt, okay, der Junge wird wahrscheinlich eine schlechte Note bekommen. Okay, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Und er wird richtig gut schießen dabei. Okay. Let's go. Boom. Oh, und der geht rein, der geht alle rein. Okay, ja, okay. Weiß ich gar nicht, ist es eigentlich gut, wenn man ins Tor schießt, an die Leute von euch, die Fußball spielen, wenn man irgendwie an die Seite des Tors schießt oder direkt in das Tor? Weil ich meine, da ist ja wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Torwart da steht. Also wahrscheinlich außenrum, oder? Oh Mann, das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich habe nie Fußball gespielt. Das sah schon richtig gut aus. Man sieht auf jeden Fall, dass du schon fußballerisch begabt bist. Okay. Ich gebe dir das. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Was sind Sie eigentlich? Okay, gut, Leute. Ja, genau das habe ich erwartet. Aber es ist wirklich so. Ich habe immer das Gefühl, die Mädchen kriegen im Sport immer die besseren Noten. Habt ihr auch so einen Sportlehrer gehabt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Okay, als nächstes kommt wieder ein Video von dem besten Shorts-Creator ever. Das ist eine super Idee. Versprichst du es? Ich verspreche es. Ich auch. Hey, warte mal. Du hast ein Mal in deinem Gesicht. Du auch. Und ja, vor allem dieses Mal sieht richtig gut aus. Ehrlich gesagt, habe ich einfach ein Pflaster. Irgendwie, ich habe nichts anderes gefunden. Aber das wird nicht passieren. Ich liebe dich. Eine Ewigkeit später. Oh Mann. Ich weiß wieder, was für ein Video das war. Oh Mist, ich habe meinen Stift vergessen. Könnte mir jemand... Was stand da? Was stand da? Oh nein, jetzt habe ich da irgendwas... Ich habe selber vergessen, was Geld geschrieben habe. Oh nein. Du hältst dich doch an keine Versprechen. Oh Mann, der Arme. Ich leih dir einen aus. Kein Problem. Er hält sich an keine Versprechen. Okay. Ich bringe dir später wieder. Später. Hey, hier hast du deinen Stift. Oh, du hältst dich an Versprechen. Warum hast du da nicht an das gehalten, von dem du das Mal hast? Weil ich versprochen habe, jemanden zu heiraten. Und warum hast du sie nicht geheiratet? Komm mit. Hallo, Schatz. Oh nein. Ich habe einen Freund mitgebracht. Oh, das ist... Es tut mir leid. Oh, das ist so ein trauriges Video. Aber ich will unbedingt noch rausfinden, was die Geheimnachricht war, Leute. Verdammt! Nein, ich hab's verpasst. Ach, ist ja auch egal, was ich da hingeschrieben habe. Könnt ihr euch ja selber mal angucken. Die bessere Frage ist nämlich, traut sich Mama das? Genau. Würde Mama auf die Garage klettern und ich lebe schreien. Okay, ich glaube, es ist so ein Spiel, wo sie ihre eigenen Kinder fragt, ob ihre Mutter das machen würde oder nicht. Und sie würde sich auf die Garage stellen und ich lebe schreiben. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das wird sogar nicht machen. Nein, ja. Okay, lol. Zwei Leute haben ja gesagt und drei nein. Hurra, ich lebe! Als ob sie das gemacht hat. Oh Mann, das ist wieder so typisch, das Kind, was so da sitzt und sich so denkt so, nein, Mama, nein, tu es nicht. Oh Gott. Okay, würde Mama im Bikini auf der Straße laufen? Im Bikini auf der Straße laufen. Boah. Ja, sagen die, was? Okay, nee, komm schon. Also, das ist schon ganz, ganz sass und komisch, würde ich sagen. Ich glaube, das macht die nicht. Im Freibad oder so, ja, okay, aber nicht auf der Straße. Nee, ich sag nein. Was? Nee, die macht das doch nicht wirklich. Die macht das... Alles richtig. Oh mein Gott. Alter, ich dachte schon wirklich kurz, dass sie das echt machen würde. Oh mein Gott. Okay, jetzt kriegen wir eine richtig gute Frage gestellt. Warum? Ich hatte alle Desinfektionsmittel und 99,99% der Bakterien, aber die... Berechtigte Frage eigentlich. 100. Oh mein Gott, daraus drehe ich einen Film. Oh nein. Dieses Desinfektionsmittel tötet 99,99% der Bakterien. Was mit den 0,01%? Aber warte mal, stimmt. Was passiert jetzt mit der 0,01%? Ach ja, ich kenne den TikToker. Der macht so richtig crazy Videos. Okay, was passiert? Bakterien statt Kahn. Ich will nicht sterben. Achtung, Eilmeldung. Liebe Bakterien vom Körper Kahn. Ja, und was soll jetzt passieren? Ein Desinfektionstsunami wird uns erreichen. Das wird wahrscheinlich unser Ende sein. Oha. Cristiano Bakterinaldo. Ich hoffe, ihr hattet dann ein schönes Bakterienleben. Es war eine wundervolle Bakterienstadt. Das war der Grund für Kahns Erkältung, Husten und so Durchfall. Und nun sind alle hinfort. Bis auf. Wie ist das denn gemacht mit so Trailerstimme und sowas? Gestern Abend war er noch erkältet. 99,9%. Okay, reicht jetzt. Ich hab's geschafft.
geschafft. Die 0,01%. Ich hab's überlebt. Hi, ich bin die letzte überlebende Bakterie auf Karns Körper. Und ich bin die glückliche 0,01%. Das ist irgendwie cool gemacht. Meine Familie und meine Freunde verbracht. Das ist irgendwie cool gemacht. Was? Junge, warte doch. Und wie ich überlebt habe? Durch meine Willenskraft. Nee, Spaß, ich war kurz kacken, kam wieder und auf einmal waren alle tot. Oh, sorry, ich hab mich da noch gar nicht vorgestellt. Weißt du was? Scheiß drauf, da passiert doch eh nichts. Ja, Bro, hast recht. Hi, mein Name ist Corona. Warum oh mein Gott, der Einzige, der überlebt wird, ist... Wobei, hey, Corona ist ein Virus und kein Bakterium. Tja, also Khan, musst du das nächste Mal ein bisschen besser drüber nachdenken, was für Videos du eigentlich machst. Ja, ja, das ist wissenschaftlich nicht belegt. Okay, wir schauen uns aber mal an, wie Kinder in 2023 so drauf sind. Okay, bin ich mal gespannt. Which glass? The little glass. Hey du, okay, wollen wir Freunde sein? Wie viele Scheiß hast du schon geklärt? Wie viele Chias hast du schon geklärt? Okay, das ist die erste Frage, die man gestellt bekommt. Wollen wir Freunde sein? Wie viele Chias? Okay. 12. Also, ich schon 28. 12? 28? Messi oder Neymar? Eigentlich mag ich nur Ronaldo. Er ist der Goat. Süß. Eine Fangfrage. Hast du bestanden? Okay, okay. Er wird erstmal gefragt, ob er Messi oder Ronaldo. Ich gucke keinen Fußball, aber ich muss Ronaldo sagen, weil ich wohne ja auf Madeira und der ist hier so ein Riesending, ist hier geboren. Deswegen. Mein Lieblingsgetränk. Ich glaube, Wasser. Pfui. Spaß. Red Bull. Oh, ich dachte... Also nein, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Okay, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Wasser mein Lieblingsgetränk ist, aber... Aber Red Bull ist es auf jeden Fall nicht. Red Bull finde ich übelst eklig. Paulaner Spezi, das ist echt ganz cool. Das ist richtig lecker. Dachte schon. Dein Lieblingsstreamer in 3, 2, 1... Okay, Lieblingsstreamer in 3, 2, 1... Sandy, auf jeden Fall! Und oder Trimax. Es gibt keinen klaren Gewinner. Das ist falsch. Das direkt keine Freunde. Du bist es. Sind wir jetzt Freunde? Wenn wir jetzt an die Bushaltestelle gehen und Vapes rauchen, dann ja. Welchen Geschmack willst du haben? Okay, finde ich nicht so gut. Kann ich nur dazu sagen, finde ich nicht gut, aber wenn die Leute heutzutage so sind, dann bin ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Okay, Serien, die wir alle kannten, aber vergessen haben. Okay. Patterson und Findus. Oh, Leute, das habe ich sogar wirklich noch geguckt. Patterson und Findus. Oh Mann, Alter, das ist richtig, richtig alt. Oh Gott, aber das ist cool. Ich mochte auch immer, dass der Findus hier mochte immer Pfannkuchen und so ein Kram. Das fand ich immer nice. Gibt schon echt einen krassen Vibe. Aber mal eine ganz andere Theorie. Der Patterson hier, der sieht doch voll aus wie Harry Potter, Alter. Was? 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 Nein. Hä? Null? Nur halt in Al... Ja, nur halt die Brille. Ja, nee. Lizzie Kingdom. Da bin ich eigentlich schon froh, dass sie okay, das die kenne ich gar nicht. Wirklich, die benutzen Marienkäfer als ein Auto. Und abgesehen davon... Die sehen aus wie Lilifee, nur in nicht so gut. Aber kenne ich nicht die Serie. Sehr high aussehen. Will ich gar nicht wissen, was das Mädchen hier für... Ja, sag ich doch, Prinzessin Lilifee. Das ist Hagel benutzt. Drittens. Kuku, der neugierige Affe. Der Typ hat... Kenne ich auch nicht. Hat mich damals so aufgeregt, Alter. Kann er nicht normal sein wie jeder andere Affe? Und nicht dauernd seine unendlich ehrenlose Zerstörungskraft an irgendwelchen schuldlosen Gegenständen ausprobieren? Kinderserie. Was? Okay, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr diese Serien kanntet. Ich kann nur Patterson und Findus, den Rest, die anderen beiden kannte ich nicht, aber egal, vielleicht bin ich auch einfach schon ein bisschen alt. Okay, als nächstes haben wir eine Roblox-Animation. Konga. Okay, pass auf, der kriegt auf jeden Fall... Oh, der hat richtig viel Geld. Er spart auf einen Hut und hat eine Donation bekommen, wo er 100 Robux im Please Donate bekommen will. Okay, und jetzt ist er richtig reich, wie es aussieht. Alles klar. Jo, okay, ich habe das nicht so ganz verstanden. Irgendwie sind die Leute einfach zu ihm gekommen und haben gespendet oder sowas in die Richtung. Aber trotzdem cool. Auf jeden Fall ziemlich nett von ihnen. Okay, als nächstes haben wir ein neues Konga-Konga-Konga-Video. Mein Gott, ey, es gibt ganz schön viel Konga-Konga hier. Okay. Der tanzt auf jeden Fall ein bisschen vor seiner Community und so weiter. Okay, ziemlich cool. Schön gemacht, das Video, ja. Auf jeden Fall. Mario kriegt ein Like, natürlich. Okay, wieder ein Shot von dem Typ, das wir vorhin haben. Die im Nachhinein seltsamer... Okay, nochmal was mit Kinderserien. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht kenne ich diesmal ein bisschen mehr. Drittens. SpongeBob. Cool gemacht. SpongeBob kenne ich auf jeden Fall. Habe ich aber nicht geguckt. Keine Frage, aber das ist ein Schwamm, ein Seestern und ein Tentakelmann, die mit so einer Krabbe, die in einer Krabbenfalle leben, ein Geschäft mit Krabbenburger führen. Das ist eigentlich eine gute Frage. Stimmt eigentlich. Der Typ, der das besitzt, Mr. Krabs, der ist doch selber eine Krabbe. Wieso verkauft er Krabbenburger? Heißen die Krabbenburger, weil sie von der Krabbe gemacht wurden oder weil da Krabben drin sind? Ich will es gar nicht wissen. Moneten! Zweitens, Moneten. Du machst die Lokomotive. Ja, okay, das ist für alle. Okay, die Serie, okay, die kannte ich auch, aber boah, das war so eine weirde Serie. Ich habe mich immer gefragt, wer das guckt. So ganz im Ernst, das ist so eine komische Serie. Das war schon damals immer komisch. Aber im Nachhinein wurde das immer noch schlimmer. Erstens, Caillou. Leute, das ist ein vierjähriges Kind, das Aggressionsstörungen hat. Seine Schwester schlägt und auf Französisch Kieselstein heißt. Und der versucht uns unseren Alltag zu beschreiben. Okay, habe ich auch nie gesehen. Caillou habe ich alle nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber Caillou fand ich schon immer so ein bisschen komisch und Thomas und die Lokomotiven, Alter, der war ganz, ganz schlimm. Keine Ahnung, ey. Okay. Welches Land hat die meisten McDonald's?
Okay, welches Land hat die meisten McDonalds? Russland hat keinen einzigen. Okay, das wundert mich nicht, weil Russland versteht sich nicht so gut mit Amerika. Und naja, McDonalds ist halt ein Unternehmen aus Amerika. Mit Russland. Samoa, Alter, ist, weiß ich nicht mehr, was das für ein Stück, Land ist. Sie haben keinen. Kuba, okay, Kuba versteht sich auch nicht gut mit den USA. Einzigen, hättet ihr das gedacht? Liechtenstein ist ein Miniland. Aber das ist cool, dass die wenigstens einen haben. Als nächstes haben wir die so Isle of Man, auch ein Miniland. Sie haben immerhin Irak, einen am Start. Gibraltar, das, okay, das sind alles so Länder, die kennt keiner. Malta, Luxemburg, sehr kleine Länder. Viel. Estland ist ein bisschen größeres Land. Es wird immer und immer größer. Mauritius, Lettland hat zum Beispiel 13. Ukraine hat viel. 100 als allererstes Land. Ägypten, Venezuela 133. Ich bin mal gespannt, wo Deutschland Singapur, stehen wird, auf welchem Platz. Vereinigte Arabische Emirate, welches das Land Neuseeland, mit den meisten Portugal. Okay, Portugal hat nur 170, das ist voll krass. Hier allein in Madeira gibt es, glaube ich, mindestens 3. Ich weiß auf jeden Fall von 3, glaube ich. Finde ich aber krass, dass es weniger Donald's als ich dachte. Sein wird. Also okay, dann Schweiz. Schweiz hat auch nicht so viel. Indien mit 300. Indien, Saudi-Arabien. Oh, immer und immer mehr. Mexiko 402. Taiwan, Brasilien Südkorea, mit über 1000. Das genau wie United Kingdom. Okay, Kanada und Frankreich. 500. Deutschland. Deutschland hat die 2000. Oha, Deutschland hat 536 haben wir und... Okay, okay, jetzt kommt, glaube ich, der ganz große. Was wird es sein? Okay, Leute, ich glaube, es ist die USA, weil ich glaube, da kommt halt McDonald's China her. China mit 3.500. Okay, nee, China? Was, China? Okay, das war krass. Was? Die USA mit 13... Ja, okay, die USA haben 13.000 Stück. Ja, das ist richtig viel. 1.375. Da findest du ja wirklich an jeder Ecke einfach ein McDonald's krank. Ich breche 5 Roblox-Regeln in 30 Sekunden. Unangemessene Kleidung. 5 Roblox-Outfits. Most popular. Data. Oh, perfekt. Alter, hey, lol. Sehe ich süß aus? Was für ein komisches Skin. Okay, na gut. Let's go. Nächste Regel. Regel Nummer 1 verstoßen, okay? Hier ist jemand. Ich gebe dir Roblox für dein Pet. Okay. Warte, ein legendäres Känguru. Känguru sind legendär? Waren die legendär? Ja, weiß ich gar Sandwich. Nicht. Haha, sie hat akzeptiert. Okay, also sie muss dann ja wohl gedacht, unechtes Profil. Das Profil ist einfach unechtes Profil. Naja, da kann sich ein Schelm ja was bei denken. Aber gut. Identitätsdiebstahl. Egal. Ich habe die richtige Idee. Fapo. Ich bin Fapo. Okay. Okay, nach Robux betteln. Nach Robux betteln. Entschuldigung, meine Mama ist vorhin gestorben. Mein Papa ist Milch holen. Und mein Goldfisch ist im Wasser ertrunken. Kann ich bitte Robux Was? Haben? Nein. Nein. Andere Spieler können... Was? Okay. Oh also, mein Amok, Gott. Was machst du? Ich küsse alle Mamas in Roblox. Was geht, Baby? Ach, lass ein Abo da. Gehen wir lieber weiter. Okay, Leute, ein Video von Aerosu. Let's go. Gutes Kind. Endlich wieder. Der Schule. Sieht auch so aus. Guten ja. Morgen, Frau Lehrerin. Lars ist das aber Hallo nicht Lars, Arras schön, dass du wieder da bist. Setz dich mal hin, die Stunde fängt gleich an. Hier, Frau Lehrerin, ich habe Ihnen einen Apfel mitgebracht. Oh. Das ist aber lieb. Stell mal, hat irgendjemand von euch wirklich mal ein Geschenk an den Lehrer mitgebracht? Einfach mal so? Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Ja. Okay. Ganz. Vor allem finde ich witzig, wie Lars einfach so riesengroß ist und so gar nicht auf den Tisch passt. Sag mal, Lars, wo ist denn dein Bruder eigentlich? Okay, sein Bruder. Hi. Hi, Frau Lehrerin. Hi. Ja, moin. Was geht? Setz mich mal hin, gell? Aha, warum mach das. Warum bist du denn heute zu spät? Ja, warum bist du heute zu spät? Ich hab mich auf dem Weg verlaufen. Auf dem Weg verlaufen zur Schule. Da bringt es mehr, wenn man sagt, man hat verschlafen. Das kommt irgendwie besser rüber, glaube ich, als wenn man sagt, man hat sich verlaufen in die Schule. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Oder die Hausaufgaben wurden von meinem Hund gefressen oder irgendwie sowas in die Richtung. Okay, noch ein Video von Aerosol. Was ist da los? Kalt. Schon. Wollen wir vielleicht später nochmal reingehen? Vielleicht einen Tee trinken? Oder wollen wir, ja genau, einen Tee oder eine Schokolade, ja. Schokolade wäre wirklich ja, gut. Dann würde ich sagen, gut? Lass uns doch einfach reingehen. Ja, das ist ich doch bin ganz auch so dafür, kalt. Mann. Okay. Hast du Marshmallow? Warte mal. Was ist das? Hey. Was ist das für ein Geräusch? Yo, yo. Hä? Hey, da oben leuchtet was. Ja, das ist die Sonne, Leute. Guten Morgen. Was ist das, Mann? Hey, ich glaube, das ist ein Meteorit, Mann. Oh, Meteorit? Ja. Ich habe davon gehört, dass irgendwie Meteorit... Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Oh mein Gott, er landet. Wow, was? Alter. Oha, was ist da denn passiert? Okay, also Leute, jetzt würde ich mir ganz gerne schon irgendwie das richtige Video anschauen. Wirklich? Das ist einfach bei dem Meteorit im Garten eingeschlagen? Alles klar.
Einen kleinen Becher Kaffee ohne Milch und Zucker, bitte. Einen großen? Nein, einen kleinen. Soll ich auch Milch anbieten? Nein, danke. Vielleicht Hafermilch? Nein, ich möchte einfach nur Kaffee. Soll ich Zucker in Ihrem ohne Zucker Kaffee reintun? Nein, natürlich nicht. Wir haben auch braunen Zucker. Brauner Zucker ist ja auch Zucker. Soll ich den reinmachen? Nein, ich möchte einfach Kaffee ohne Zucker. Milch vielleicht? Nein, das haben wir schon geklärt. Alles Klärchen. Und wie wär's mit Johannisbeersirup? Nein, Minze? Welche Sirupsorten haben Sie sonst noch? Mango, Schokolade? Macht man sich Sirup in den Kaffee? Das ist ja ekelhaft. Erdbeer, Vanille, Rum, Banane, Waldbeeren, Holunder, Zitrone, Pfirsich, Pistazie, Kürbis, Kürbis-Pistazie und... Kürbis, Pistazie, Kaffee? Was? Maracuja, das ist ja ekelhaft. Was war das sechste nochmal? Banane. Ach so, nein, danke. Möchten Sie sonst noch was zu Ihrem Kaffee? Nein. Cupcake? Nein. Mayonnaise? Mayonnaise? Ja. Mayonnaise? Ja, Mayonnaise. Nein, danke. Schokocookies? Selbstverständlich. Selbstverständlich ja? Selbstverständlich nein. Haben Sie eine Kundenkarte? Nein. Möchten Sie sich eine anlegen? Nein. Haben Sie einen... Oh, dieses ständige Fragen nach der Kundenkarte. Mittlerweile hat jeder Laden sowas. Das nervt einfach nur. Mann, keine Ahnung. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit 50 Karten mit mir rumzuschleppen. Bonuscoupon? Nein, habe ich nicht. Nutzen Sie unsere App? Ebenfalls nicht. Nein. Alles klar, Sie wollen also nur einen kleinen Kaffee ohne Milch und Zucker. Genau, danke. Ja, es tut mir leid, die Kaffeemaschine ist leider außer Betrieb. Das war so, komm, ach, das... Aber das ist wirklich manchmal so. Manchmal geht man wirklich an die Kasse und wird man so gefragt, so, nutzen Sie Rewe, die Rewe-App oder so? Oder bei Deichmann ist das richtig schlimm, wenn man sich so Schuhe kaufen will. Ah, ja, sollen wir das für Sie versiegeln? Sollen wir noch eine Versicherung drauf machen? Sollen wir noch Motoröl drüber gießen? Warum auch immer? Ach ja, aber ich verstehe es auf jeden Fall. Ich fühle mit dir die Dero. Okay, Babu will von seiner Mama einen Fernseher haben. Mal schauen. Kann ich einen neuen Fernseher haben? Nö. Kann ich einen neuen Laptop haben? Nö. Kann ich eine Playstation haben? Nö. Kann ich das neue iPhone haben? Nö. Kann ich das neue Samsung haben? Nö. Ja. Kann ich eine Zahnbürste haben? Wächst das Geld auf Bäumen? Dann gehe ich Papa fragen. Nein, er erlaubt dir doch alles. Deswegen frage ich ihn auch. Abonnier den Kanal. Wow. Hey Mama. Ich muss mal überlegen, ist das bei mir so gewesen? Ich habe eigentlich immer so alles bekommen, was ich haben wollte, glaube ich. Also, ich wollte jetzt nie irgendwas mega teures wie so ein iPhone oder so. Deswegen habe ich es wahrscheinlich immer bekommen, aber keine Ahnung. Wie ist das denn bei euch so? Kriegt ihr Sachen irgendwie, wenn ihr eure Eltern fragt? Oder müsst ihr euch irgendwie das selber bezahlen oder irgendwas dafür machen oder so? Oder gar nicht? Okay, der gute Chaosflo. Wer den roten Kreis verlässt, gewinnt. 10 Teilnehmer, aber nur ein Sieger. Okay. Let's go. In Minecraft. Okay, okay, okay. Da sind auf jeden Fall ganz viele Leute dabei. So, das sieht gut aus, definitiv. Die bauen sich irgendwie ein Haus oder sowas in die Richtung da. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Okay. Irgendwas ist jetzt hier los. Das ist, glaube ich, der Bruder von Chaosflo. Okay, der ist rausgegangen. Warum ist er rausgegangen? Weil er rausgemobbt wurde oder was? Okay, egal. Auf jeden Fall mit denen hier. Okay, Easy ist jetzt auch raus. Gut. Okay, okay, okay. Und irgendwie andere Leute sind auch raus. Keine Ahnung, wer die sind. Da kommt auf jeden Fall ein... Wow, was? Oh mein Gott, ein... Was auch immer. Okay, es sind nur noch Flo und irgendwer anders da. Und der ist einfach rausgetrickst worden. Was? Oh mein Gott, Alter, nein! Das heißt, Flo gegen den Hund. Okay. Ein Hund mit Strohhut? Hat er ihn jetzt einfach... Lol. Okay, er hat ihn einfach... Was? Was ist passiert? Hat jetzt Flo gewonnen oder der Hund? Egal. Ich würde sagen, frisches Unentschieden. Oh, cool, hier geht's um Synchronsprecher. Wo gehst du hin? Tschüss, Vater. Ich, wo gehst du hin? Zum Fechtunter... Wo gehst du hin? Zum Chinesisch. Du gehst aber nicht zu diesem Mädchen. Nein, nein, ich muss danach auch noch zum Klavierunterricht. Zu dieser Marinette. Nein, nein, ich muss jetzt los, Vater. Tschüss. Cool. So sehen die Leute aus, die die beiden hier sprechen. Das ist voll krass. Ich finde, Synchronsprechen ist immer richtig cool. Voll viele Leute können irgendwie ihre Stimme so verstellen. Also viele Leute sagen auch, dass ich das ganz gut kann. Ich will das jetzt auch mal ausprobieren. Warte mal ganz kurz. Hey, sag mal, hast du irgendwo meinen Kaffeebecher gesehen? Ich suche ihn schon die ganze Zeit, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Dad, die Tassen sind im Schrank, so wie immer. Irgendwie so hätte ich das gemacht, glaube ich. Keine Ahnung, ob das gut war. Größter Mann Deutschlands versus Pumper. Wer von uns beiden kann in 30 Sekunden das Auto weiterschieben? Let's go. Okay, wer das Auto weiter schieben kann, jemand, der größer ist oder jemand, der stark ist? Ich würde sagen, eher jemand, der größer, der stark ist tatsächlich, weil der größer ist, ich meine, was ist das denn für ein Vorteil? Das ist doch eher unvorteilhaft, wenn du so groß bist, dass du die Hälfte deines Körpers über dem Auto ist, dann musst du dir doch mehr Mühe, also, ist jetzt meine Logik irgendwie, würde ich jetzt reißen. Sagen, einfach mal. Wie okay, erwartet, er schiebt ein Auto. Immer sehr schwer, aber das ist voll komisch, man unterschätzt voll krass dann, manchmal, rollt, wie schwer so ein Auto eigentlich ist. Und das geht so krass auf die Pumpe. Ja, das ist anstrengend, das glaube ich. Ich habe auch mal ein Auto geschoben, weil wir stehen geblieben sind. Das ist so krank, jedes Mal wieder. Und dann war Yannick an der Reihe. Zwei, okay. Eins, go.
Hey, ja, ja, wow. Also, okay, wenn er sich beeilt, dann wird er schneller sein. Wow. Achso, okay, das war nur ein Scherz, okay. Okay. Im Gegensatz zu mir hat Yannick extrem lange Beine. Dadurch kommt er nicht ganz... Ja, er sieht jetzt auch nicht so schwach aus. Aber ich glaube immer noch nicht, dass Größe einen Vorteil hat. Bestimmt viel schneller. Sicher? Es sieht aus, als wäre er nicht weitergekommen, ehrlich gesagt. Es war wirklich knapp. Hier war ich und dort war Yannick. Ah, krass. Was uns noch betteln? Schreibt es in die Kommentare. Okay, heftig. Aber ich muss sagen, hat er gut gemacht. Aber war so, wie ich gedacht habe eigentlich. So, nochmal was von den Hero. Hast du dabei? Ja. Und? Ja, ich hab's dabei. Du? Hast du das Geld dabei? Hast du das Geld? Selbstverständlich. Wunderbar. Wie viel brauchst du? Ein Liter. Ein Liter? Ein wie Liter viel Geld was? Hast du denn dabei? 600 Euro. Benzin? Für 600 Euro kann ich dir nur so ein Fläschchen anbieten. Sonnenblumenöl? Warum Sonnenblumenöl? Ist es auch gut? Das beste Sonnenblumenöl der Welt. Lass mal testen. Was? Was passiert denn? Nimm aber nicht zu viel. Will ich jetzt was Profi. Damit kochen oder was? Okay. Drei Tropfen, genau abgezählt. Und Crepe-Teig? Lol, Mini-Pfannkuchen, wie süß. Ja, das sieht voll lecker aus. Cool. Guter Stoff. Das sind nur 300 Euro, die hat gesagt 600. Hier sind aber nur 300 Euro. Wo ist der Rest? Deutsche Bahn. Deutsche Bahn? Deutsche Bahn? Was meinst du damit? Es kommt später. Ich habe es gerade überwiesen. Es kommt später. Deutsche Bahn. Wow. Okay, Leute, ich würde sagen, das waren genug Shorts für heute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Kanal da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.